Wer sich einmal damit auseinandergesetzt hat, weiß, dass in vielen Produkten jede Menge Zeug drin ist, das man nicht in großen Mengen zu sich nehmen sollte. Zu viel Zucker, Salz oder künstliche Zusatzstoffe können der Gesundheit langfristig schaden. Gleichzeitig sind die meisten von uns keine Chemiker und lange Zutatenlisten mit komplizierten Namen machen das Problem nicht gerade einfacher. Bei Kosmetikprodukten ist es meistens sogar noch schwieriger zu wissen, was drin ist. Ich bin Theresa und ich zeige euch heute eine App, mit der ihr mit wenigen Klicks herausfinden könnt, was wirklich in einem Produkt enthalten ist. Hallo und herzlich willkommen auf BildnerTV, eurem Kanal für praktische Tipps zum digitalen Leben. Saccharose, Dextrose, Raffinose, Glucose, Maltose. Das sind nur ein paar der Namen, die Lebensmittelhersteller statt Zucker auf Zutatenlisten schreiben, weil sie wissen, dass Verbraucher ihn eigentlich vermeiden wollen. Die App namens Yuka schafft hier und auch in anderer Hinsicht Klarheit und macht es viel einfacher, sich gesünder zu ernähren. Und ich zeige euch heute, wie. Falls ihr außerdem an mehr spannenden Smartphone- und App-Tipps interessiert seid, schaut doch gerne auf unserer Playlist dazu vorbei. Habt ihr euer Handy beim Einkaufen dabei und wollt bei einem Produkt wissen, was drin ist, solltet ihr die Yuka-App installiert haben. Die gibt's kostenlos im App Store und im Play Store. Um so eine Einkaufssituation zu simulieren, habe ich hier mal zwei Apfelschorlen mitgenommen, die ich gerne trinke. Um zu wissen, was drin ist, scanne ich jetzt den Barcode und schon weiß die App, um welches Produkt es sich handelt. Dann bekommt ihr eine Übersicht dazu, was so in dem Lebensmittel drin ist. Zuerst seht ihr, was positiv an dem Produkt ist. Ihr seht, die Apfelschorle hier enthält keine gesättigten Fettsäuren, kein Salz und keine riskanten Zusatzstoffe. Dafür enthält sie relativ viel gesundes Obst. Negativ fällt nur auf, dass sie ein wenig zu kalorienreich ist und wegen dem enthaltenen Fruchtzucker ein wenig zu süß ist. Insgesamt gibt es aber eine gute Bewertung für die Schorle. Hier oben erreicht die Schorle 65 von 100 Punkten. Zum Vergleich teste ich jetzt auch mal diese Apfelschorle hier und scanne auch die. Ihr seht, die hat nicht so eine gute Bewertung wie die andere. Auch sie ist zu süß und zu kalorienreich. Außerdem enthält sie weniger Obst und ist nicht wie die andere Bio. Hier unten werden mir dann noch Alternativen angezeigt, die gesünder sind. Wenn ich jetzt im Supermarkt stehen würde, könnte ich also eine von den hier angezeigten kaufen oder mir durch Scannen was Gesünderes suchen. Die App kennt wirklich sehr viele Produkte. Aber was, wenn sie mal ein Produkt nicht erkennt? Dafür habe ich noch eine Flasche mitgenommen. Ihr merkt, ich trinke wirklich gerne Apfelschorlen. Versuche ich jetzt, die zu scannen, zeigt mir die App an, dass es sich um ein unbekanntes Produkt handelt. Ich habe aber auch die Option, Informationen hinzuzufügen. Klicke ich hierauf, bekomme ich die Gelegenheit, das Produkt und die Nährwerte einzutragen. Die Angaben werden dann durch das Yuka-Team überprüft und gegebenenfalls korrigiert. Sollten andere Nutzer einen Fehler feststellen, können sie den ebenfalls melden. Hier könnt ihr also einen wichtigen Beitrag leisten, indem ihr die Datenbank der App erweitert. Bevor ich euch noch zeige, wie ihr Kosmetikprodukte überprüft, noch ein Hinweis. Falls ihr Lust auf mehr praktische Tipps zum digitalen Leben habt, schaut doch auf unserem Onlineshop vorbei. Dort findet ihr jede Menge Bücher zu den verschiedensten digitalen Themen, darunter zu Smartphones, Computer und Office. Wer außerdem unter einem unserer Videos einen Kommentar da lässt, nimmt automatisch und kostenlos an der Verlosung eines Buchs aus dem Bildner Verlag teil. Nicht nur Lebensmittel scannt die App, sondern auch Kosmetikprodukte. Die können nämlich auch schädliche Dinge wie Allergene, Reizstoffe oder potenziell krebserregende Stoffe enthalten, die ihr mit der App aber vermeiden könnt. Ich habe hier mal die beiden Handcremes mitgenommen. Ich scanne erstmal die hier und sehe schnell, dass auch die in der Datenbank enthalten ist. Sie hat eine mittelmäßige Bewertung und enthält zwei Stoffe, die bedenklich sind. Jetzt sagen mir diese chemischen Namen natürlich nicht so viel, aber ich kann mich mit einem Klick auf das grau eingekreiste i ganz genau darüber informieren, weshalb ich den Inhaltsstoff vermeiden sollte. Da steht jetzt zum Beispiel, dass der Stoff ab einer gewissen Menge schädlich für Blut und Leber sein kann. Wäre ich jetzt Allergikerin, könnte ich auch ganz schnell sehen, ob ich ein Produkt verwenden kann oder es lieber lassen sollte. Jetzt scanne ich mal die andere Handcreme hier.
Die hat sogar eine ausgezeichnete Bewertung. Nur ein Inhaltsstoff kann bedenklich sein, hat aber ein relativ geringes Risiko dafür. Ohne die App hätte ich mit einem Blick auf die Zutatenliste absolut keine Ahnung gehabt, welche Creme jetzt die gesünderen Inhaltsstoffe hat. Ich finde, dass die App deswegen bei Kosmetikprodukten nochmal besonders nützlich ist. Wichtig ist an dieser Stelle noch zu sagen, dass die Yuka-App völlig unabhängig von Produktherstellern ist. Ihr müsst also keine Bedenken haben, dass die Einfluss auf die Bewertung nehmen könnten. Wenn euch dieses kleine Tutorial gefallen hat, dann gebt dem Video doch gerne einen Like, abonniert den Kanal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt und aktiviert die Glocke, damit ihr nichts mehr verpasst. Ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Video hier auf Bildner TV. Ciao!